Grüß euch, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen FAQ-Video von mir. Und zwar, ich weiß gar nicht, habe ich dieses Jahr überhaupt schon ein FAQ-Video gemacht? Weiß ich gar nicht. Habe ich eins? Habe ich? Ist ja auch scheißegal. Jetzt mache ich auf jeden Fall wieder eins. Ist zwar nur ein kleines, aber ein cooles. Hoffe ich doch jedenfalls mal. Auf Instagram hatte ich eine Umfrage gemacht. In der Umfrage ging es um zwei, drei Artikel, bei denen ich dann wissen wollte von euch, habt ihr Bock, die zu gewinnen? Und wäre das was für euch, halt so eine Art von Gewinnspiel mit Gutschein und bla bla bla. Dazu kommen wir später. Und halt FAQ. Habt ihr Fragen, die ihr mir unbedingt stellen möchtet, die ihr gerne beantwortet hättet? Das mache ich jetzt. Ich versuche es jedenfalls so gut wie es geht zu beantworten. Wird natürlich wieder ein bisschen umfangreicher werden. Ihr kennt das ja von mir. Es gibt ja immer ein bisschen Story auch von Planet. Auf jeden Fall fangen wir mal jetzt mit der ersten Frage an. Und die ist von The Pyronator. Und der fragt mich, was würdest du dir für Oldschool-Produkte von Funke Feuerwerk wünschen? Ist gar nicht so einfach die Frage. Sie ist geil, auf jeden Fall. Aber sie ist nicht einfach, weil Funke tut ja wirklich alles daran, schon wirklich die alte klassische Art und die alte Schule der Pyrotechnik wieder auf den Markt zu hauen. Da sind schon viele geile Sachen, angefangen mit den Böllern bis über die Raketen jetzt und Heulern und was ich weiß, da kommen Frösche, kommen jetzt und 8-Stufen-Heuler oder 7-Stufen-Heuler, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Da kommt jetzt so viele und er plant auch noch so vieles, dass wir da wirklich noch einiges erwarten dürfen. Deswegen ist es gar nicht so einfach jetzt da zu sagen, was würde ich mir da wünschen noch aus der alten Pyrotechnik. Das Einzigste, was ich früher schon so sehr geliebt habe, waren C-Böller und B-Böller. Also wenn da noch was vom Funke kommen würde, wovon ich ausgehe, ich glaube nicht, dass er bei seiner Böllerpalette da einfach bei den D-Böllern und Superböllern 2 bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, er wird das Ganze wirklich größer aufziehen und Funke hat da wirklich sehr gute Chancen, auf unserem deutschen Markt sich so krass zu etablieren, dass er wirklich zur Nummer 1 werden kann. Weil zieht euch die Produkte rein vom Funke, dann wisst ihr Bescheid, warum ich das sage. Wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, Pyronator, wäre C-Böller, B-Böller. Habe ich früher geliebt und waren teilweise lauter als alle anderen. Ja, und vielleicht den ein oder anderen Kanonschlag. Es gab mal so einen Kanonschlag, ich weiß gar nicht, Anfang 90er Jahre, Mitte 90er Jahre. Ich weiß bloß nicht mehr, von wem der war. Da war halt wirklich so Pfeifen und Bumm, aber auch lauter Bumm. Oder sowas wie Heulgeist, wäre auch ganz cool von ihm. Die alten Depifuck-Geschichten, wenn er da nochmal anknüpfen würde, wäre eine riesen geile Sache. Wäre übelst massiv von Funke. Ja, darüber würde ich mich freuen. Nächste Frage von, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie ich das aussprechen soll. Es ist der Benutzername auf Instagram und Jonas, sag ich jetzt mal, hört sich jetzt doof an, aber ist ja egal. Und der fragt halt, der hat halt zwei Fragen. Machst du dieses Jahr wieder Prospekte-Vorstellungsvideos? Und bist du beim Stream von Firework and Balloons dabei? Prospekte-Vorstellungen mache ich definitiv, die sind mir selber auch total wichtig. Liegt einfach nur daran, weil ich möchte, und ich bin ein großer Feind von Irreführung, was Pyrotechnik angeht. Und da haben wir leider wirklich viel schwarze Schafe. Und ich möchte halt, dass ihr da draußen wisst, was kauft ihr denn da genau? Und kauft ihr vielleicht sogar das gleiche, weil ihr den und den Discounter besucht? Oder wie sind die Effekte? Und da habe ich ja wirklich gute Erfahrungen. Ich sage nicht sehr gut, aber ich habe gute Erfahrungen. Und kann euch da, was Effekte angeht und so, wirklich gut mit Rat und Tat beiseite stehen. Aber auch, was die Umlabelungen angeht und so, dass ihr immer wisst, was kauft ihr da eigentlich. Und das ist mir persönlich wichtig. Das gehört halt mit dazu, wenn man so einen Pyro-Kanal halt führt. Ne? Gute Beratung auch, Kaufberatung. Gerade für die Leute, die wirklich wenig Budget haben, da ist sowas immer total wichtig, dass man da dann auch sagen kann, ey, für euer Geld, was ihr da nur zur Verfügung habt, könnt ihr wirklich das und das kaufen, damit ihr wirklich maximalen Spaß halt habt, trotzdem an Silvester. Weil man muss nicht 500 Euro ausgeben oder 1000 Euro ausgeben, um Spaß zu haben an Silvester. Das ist totaler Bullshit. So viel gibt man halt nur aus, wenn man ein bisschen krank im Kopf ist und ich sag mal, wenn man zu hohe Ansprüche schon mittlerweile hat, dann gibt man so viel Geld aus. Zähle ich leider auch zu. Aber ich kann mich auch mit dem anderen befriedigen.
was geht das Stream vom oder was den Stream vom Planet von Firework and Balloons angeht, das hängt ja liegt dann nicht nur an mir. Das ist halt auch eine Entscheidung, die der gute Kollege Balloons selber fällen muss. Wenn der zum Beispiel sagt, ich möchte dieses Jahr gar nicht Planet dabei haben, weil er ein Wichser ist oder so, dann ist das so, dann bin ich da nicht bei. So, aber wenn er natürlich den Wunsch hat, mich da wieder bei haben zu wollen, dann gucke ich halt, was sagt mein Terminkalender, was sagt mein Zeitkonto und dann versuche ich das natürlich zu realisieren. Ich möchte dieses Jahr, kann ich aber schon mal sagen, definitiv dabei sein wieder. Also sicher dabei sein. Letztes Jahr war das auch so ein vage Ding, da war es eine Entscheidung in quasi in letzter Sekunde nochmal, weil alles ein bisschen anders gekommen ist, als eigentlich geplant war. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich schon gern dabei sein. Das liegt, wie gesagt, aber die Entscheidung liegt aber nicht nur bei mir, sondern A, bei den Leuten, die schon zugesagt haben, die schon mit im Stream da integriert sind und B, bei Balloons selber. Ne? Also, ja, so viel erstmal dazu. Der nächste, Stebra88 fragt, möchtest du einmal ein, oder machst du mal ein Abonnententreffen? Mit Abonnententreffen ist gar nicht so einfach, weil es verhält sich ja folgendermaßen. Der größte Teil von euch Zuschauern daraus, beziehungsweise Pyrotubern, hält sich ja eher oder ist ja wohnhaft eher so in Richtung Süd- und Westdeutschland. Norddeutschland und Ostdeutschland ist da ja eher weniger besetzt. Jedenfalls nicht so krass, dass sich wirklich so eine Aktion mal lohnen würde. Ich sag mal so, ich bin auch so ein Typ, ich sehe halt alles auch mal ein bisschen mit Realismus und so, weil ich fahre keine 600, 700 Kilometer, um da irgendwelche eventuellen Treffen oder lohnenden Treffen auszuführen, weil es gibt ja immer Leute, die sagen zu und dann kommen sie nicht und so, und das ist immer eine riesengewagte Sache. Wenn ich jetzt natürlich reich wäre und Privatjet, dann würde ich euch sogar alle einzeln besuchen, wenn mir das zeitlich möglich wäre. Ne? Aber, oder wenn ich der Weihnachtsmann wäre, dann würde ich euch alle Heiligabend schön besuchen, dann würden wir auch draußen ein paar Böller schmeißen zusammen und gut ist, ne? Aber ansonsten, ich sag mal so ein Berliner Raum oder so ein Treffen, das wäre schon reell. Oder Neukölln oder so die Ecke, das würde ich schon noch hinkriegen, oder Hamburg oder so. Aber alles andere ist mir dann doch schon zu weit und zu vage auch, ob sich das Ganze halt lohnt. Ja, wurde ich aber schon öfters gefragt, das ist, müsste man echt mal irgendwie aufgreifen. Harun Öz66 fragt, deiner Meinung nach die Top 3 Online-Shops und Top 3 Batterien von GAO. Eigentlich eine Top 3 habe ich gar nicht bei den Online-Shops. Es gibt insgesamt 4 Shops, die ich sehr, sehr gerne mag, beziehungsweise die ich als Top bewerten würde. Da gibt es auch keinen wirklichen ersten und zweiten und dritten Platz, gibt es für mich da nicht, weil jeder Shop hat in Wirklichkeit seine Schwächen und seine Stärken. Aber wenn ich rein nur nach Service, Angebot, Aktionen und Preise bewerten würde, naja, und der Support halt auch, dann sage ich ganz ehrlich, also Support halt oder wer gesagt Beratungsstatus, dann würde ich echt sagen, wäre das einmal Feuerwerksmarkt, ganz klar, Röder, dann auch Pyroland sowieso. Und Vitrine. Klar, wobei Vitrine jetzt zurzeit oder in diesem Jahr echt, ja, die müssen sich neu sortieren, müssen sich neu ordnen, müssen ein neues Konzept sich klar machen. Ist gar nicht so einfach, wenn man eigentlich der Laden war, der basierend quasi eigentlich für die ältere Pyrotechnik bekannt war und dessen Vertrieb. Ist das gar nicht so leicht für die Vitrine, sich da neu zu sortieren. Und aber auf jeden Fall war es halt auch immer ein Laden, bei dem ich doch jährlich immer noch was käuflich erwerben konnte, bei dem ich immer fündig wurde. Und wenn es halt bloß für 100 oder 150 Euro war. Ich habe immer eigentlich was gefunden, weil die Angebote waren ja auch cool. Dieses Jahr halt nicht so wirklich cremig, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht schöner reden, sage ich jetzt mal. Die Vitrine, wie gesagt, braucht aber trotzdem noch ein bisschen Zeit, um sich da neu zu sortieren. Also da werden wir uns in den nächsten Jahren trotzdem noch an einigen Sachen erfreuen können. Deshalb auch die Vitrine unter meinen Top 4 Shops. So. Und Raritäten wird es sowieso immer wieder geben. Zum Beispiel haben wir schon wieder eine. Die Charge 216 der Funkeböller. Gibt es nicht mehr. Jetzt sind sie ja P1. Ja, und es ist eine neue Charge. Verändert halt auch. Und demzufolge haben wir schon die erste Rarität wieder am Start. Ne? Also. Ja.
Nächste Frage ist von CobraFan24. Was hast du in den letzten 3 Tagen im Jahr geplant? Oder für die letzten 3 Tage? Das ist auch eine coole Frage, aber eigentlich ganz cool zu beantworten. Und zwar, ich plane das eigentlich gar nicht, weil, wie soll ich sagen? Eigentlich plane ich nur den Tag vor dem ersten Knallerverkaufstag oder Silvesterfeuerwerksverkaufstag. Weil dort wären ja zum Beispiel Streams oder sowas dann halt angesetzt oder so. Oder ja, der ein oder andere Vorfreude, Besuch dort bei den beiden anderen, die vielleicht streamen oder so. Dann halt auch nochmal eine Planungsgeschichte mit meinem Bruder zusammen und allen Pipapo. Das ist eigentlich so ein Tag, den plane ich schon. Aber so den, naja, und den ersten Knallerverkaufstag, den plane ich. Aber die restlichen Tage, auch Silvester, plane ich gar nicht wirklich. Ich bin ein Mensch der Spontanität. Wer nicht chillt und nicht spontan sein kann, der kann auch nicht wirklich genießen, ist meine Meinung. Und deshalb kann ich nur noch mal an dieser Stelle einen Rat auch gleich geben. Leute, auch gerade Silvester oder so, stresst euch auf keinen Fall, terminiert euch nicht. Setzt euch keine Zeiten, nehmt euch einfach diesen Tag und seid einfach und chillt. Chillt ihn einfach. Geht raus, legt los und gut ist. Ne? Wenn man sich das alles immer mit Zeiten setzt oder so, dann kann man wirklich gar nicht wirklich genießen. Und wenn man sich sagt, oh, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, macht einfach so gut wie ihr könnt, so wie ihr Bock habt und so weit wie es euch möglich ist, auch wettermäßig oder so. Nur dann könnt ihr wirklich genießen. Es ist bloß ein Tag im Jahr. Ne? So, wieder viel zu weit ausgeholt. Basti NL fragt, weißt du, ob es in Frankreich unterjährig Feuerwerk gibt und wie man den Feuerwerkschein bekommt? Mit Frankreich habe ich mich gar nicht wirklich so beschäftigt. Ich weiß, es gibt über Amazon, kann man diese Bison-Böller sich quasi käuflich erwerben. Ob es legal ist oder nicht, ist eine andere Sache oder eine andere Frage jetzt. Aber sind trotzdem Schrottböller, meiner Meinung nach. Aber was sonst so feuerwerkmäßig in Frankreich geht, kann ich euch gar nicht beantworten, beziehungsweise dir gar nicht beantworten, Basti. Weil ja, von Frankreich können wir nichts Spannendes erwarten, was Pyrotechnik angeht, oder konnten wir bisher nicht. Also ich kenne jedenfalls nichts Nennenswertes. Und ob es dort unterjährig Feuerwerk gibt, ich glaube, da bist du im Feuerwerksforum besser bedient mit der Frage. Kann ich dir leider nicht beantworten, sorry dafür. So, und was den Feuerwerksschein angeht, da ist wichtig zu wissen, welchen Feuerwerksschein meinst du denn? Es gibt den 7er, es gibt den 20er, es gibt den 27er, dann wie gesagt halt auch noch die ganzen anderen Untergruppierungen wie Bühnenpyrotechnikerschein und all so eine Geschichten. Da ist halt, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, welchen meinst du genau. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du den 27er meinst, wie so viele, dann muss ich dir sagen, ist gar nicht so einfach, das zu beantworten, beziehungsweise ich kann es dir gar nicht einfach beantworten mit einem Leitfaden, weil jede Kommune, jede einzelne Kommune oder Gemeinde in Deutschland kann das anders handhaben. Das Gesetz ist da so weit gelockert, dass jede einzelne Kommune für sich selber dort noch Richtlinien einführen bzw. Hürden einbauen kann. So, bei dem einen zum Beispiel, sie müssen auch überall unterschiedlich beantragt werden. Bei dem einen ist es das Landratsamt, bei dem anderen das Ordnungsamt, bei dem anderen Amt für Gewerbe, bla 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 und was ich was für ein Schrund und bei den anderen direkt bei der Gemeinde. Das ist überall unterschiedlich geregelt und da musst du einfach bei dir mal in deinem Ort einfach mal chillen und im Rathaus vorbeischauen oder halt bei irgendeiner gesetzlichen Behörde einfach mal vorbeigucken und dort mal versuchen in Erfahrung zu bringen, wer ist dafür verantwortlich und was muss ich dafür tun, was verlangt ihr, was soll ich vorlegen. Oh, das kann ich dir dazu sagen, aber im Wirklichen, das ist so und so musst du das bloß machen, gibt es eigentlich gar nicht. So, die nächste Frage kommt von Pyro Fireworks 95 und der fragt mich, wie viel Geld durftest du ausgeben, als deine Eltern erst noch kaufen mussten? Das ist wieder eine coole Frage, kann ich ein bisschen was vom kleinen Planet Firework erzählen? Wie viel durfte ich da ausgeben? Also eigentlich war es so, im Alter zwischen, also ich kann ja so bis zum 6. Lebensjahr gedanklich zurückgucken, wenn ich da meine Erinnerungen wühle. Und da habe ich auch schon Pyrotechnik quasi zünden dürfen. Im Beisein meiner Eltern. Was durfte ich da ausgeben?
Eigentlich war das immer so, weil wie ich mir das dann erinnern kann, bis zum 12. oder 13. Lebensjahr haben meine Eltern immer die Einkäufe gemacht. Ich konnte zwar immer sagen, was wünsche ich mir denn, was möchte ich denn gerne dabei haben, ist es dann nicht zu hart und so, haben meine Eltern auch mal so ein bisschen geprüft. Und meine Eltern sind dann los und haben das gekauft und haben das dann mitgebracht. So war das immer gewesen, so ganz gechillt. Natürlich hatte auch noch einen Onkel oder so, der dann auch mal vorbeikam, der hat dann auch immer noch ein bisschen Stuff dabei gehabt und durfte ich dann auch mal zünden und so. Ich und meine Geschwister. Und ja, aber wie viel meine Eltern damals da ausgegeben haben, kann ich gar nicht sagen, als die es noch kaufen mussten. Im Bereich so, also ab dem Alter von 13, 14, 15, sage ich jetzt mal, da habe ich das immer so gemacht. Ja, da habe ich immer so das Geld von meinen von Weihnachten genutzt, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Oder zu meinem Geburtstag oder so. Das habe ich dann immer aufgespart. Oder wenn ich sonst irgendwie was zu Geld machen konnte oder es ansparen konnte, dann ja, habe ich das dafür immer genutzt, für Silvestereinkauf. Und da waren es immer so im Schnitt 50, 60 Euro, sag ich mal. Und nachher, wo ich nachher in der Lehre war und auch volljährig war, da ging es nachher ganz anders ab. Das war so mit 16, 17 und da war es so, da ging es nachher schon weit, weit höher. Dann war ich nachher schon wirklich so an die 200, 250 Euro Hürde und dann nachher natürlich, wo ich nachher voll angefangen habe zu erarbeiten und meine Lehre durch hatte, dann hat es ganz andere Summen nachher gegeben, die ich da ausgegeben habe für. Ja, die nächste Frage von Henry Pi bzw. Pi, ich weiß nicht, wie er das ausgesprochen bekommen möchte, aber auf jeden Fall fragt er, kommt dieses Jahr wieder eine Einkaufstour. Eine Einkaufstour ist geplant. Wie groß die wird, kann ich nicht sagen. Lege ich mich gar nicht fest, weil die Einkaufstour ist bei mir mittlerweile auch rein spontan. Also welchen Laden ich halt besuche. Früher habe ich mir auch immer so einen Tourplan gemacht, das mache ich nicht mehr. Was stresst einfach nur und setzt einen unnötig unter Druck. Das ist eine schöne, spannende Zeit, wie ich finde, und die muss man richtig gechillt angehen. Ganz ruhig und relaxed, alles schön abklappern und sich dabei einfach freuen und alles wirken lassen. Diese schöne, bunte Pracht und die Feuerwerksgeschichte, die man da an den einen oder anderen Laden erleben darf. Also auf jeden Fall plane ich eine. Wie groß die wird, wie lang die wird, wie viel ich da kaufe, kann ich nicht sagen. Ist alles rein spontan. Ich kann nur so viel sagen, ich habe schon sehr, sehr viel Stuff für dieses Jahr online geordert und mal gucken, was so die Läden dieses Jahr für mich und meinen Bruder bereit hatten, beziehungsweise für mich und meine Geschwister oder meine Eltern. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall soll es eine Einkaufstour geben. Ja, so, das erstmal zu der Frage von Henry. Dann fragt Dirtbike 88 333, wie lange stehst du schon auf Feuerwerk? Und mach weiter so, bester Mann. Erstmal danke für die Blumen. Wie lange stehe ich auf Feuerwerk? Eigentlich habe ich das schon von einer anderen Frage beantwortet. Also eigentlich so lange, wie ich denken kann, also so lange, wie ich zurückdenken kann, sage ich mal, gedanklich. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mit 2 oder 3 Jahren da schon drauf stand, ob ich Schiss hatte davor oder so, das kann ich gar nicht beantworten. Aber mit 5, 6 Jahren auf jeden Fall. Da habe ich noch Bruchstücke an der Erinnerung im Kopf und ja, seitdem stand ich eigentlich schon auf Feuerwerk, auf Pyrotechnik. Das ist ganz klar. Silvestertime oder Silvestertim 03. Ups, Entschuldigung. Auf welcher Sprache sprichst du und deine Kollegen manchmal im Video? Ich gehe mal davon aus, du meinst das ist so eine Sprache, die wir selber für uns etabliert haben, die in unseren Kreisen bekannt ist. Wir nennen das bei uns Polnisch, Russisch, rückwärts. Das ist unsere eigene Sprache, die wir auch wirklich verstehen. Wir haben die ja aufgebaut und in Bezug auf diversen Handlungen, Artikeln oder was ich was, oder Lebenssituationen haben wir da unsere Wörter für, genauso wie Schnäsch und wie wir auch diverse andere Wörter in einem anderen Kontext gebracht haben, wie cremig, würzig, romantisch, sexy, Filets oder so. So haben wir halt auch für uns unsere eigene Giersprache entwickelt. Und das ist halt, wie gesagt, Polnisch, Russisch, rückwärts. Und wir verstehen die wirklich, ohne Mist. DK135 fragt, wie machst du das mit dem Geld? Legst du immer was weg oder wie? Und wie machen das deine Brüder, klein oder groß? Fange ich mal so an.
Heute, ich gehe jetzt einfach vom heutigen Stand halt aus. Heute ist halt einfach so, ich arbeite für mein Geld und wenn ich das Geld über habe, investiere ich es auch in Feuerwerk. Aber nur, wenn ich es über habe und wenn alles andere geklärt ist im Leben, dann investiere ich es in Feuerwerk. Und ja, bei meinem Bruder sieht das folgendermaßen aus, der macht das so, der checkt am Jahresanfang schon halt die Neuheiten ab, also was kommt von einer oder anderen Firma, wenn sie schon veröffentlicht sind, aber meistens ist das so im Raum ja zwischen Februar und April, da steht ja schon das meiste eigentlich, dort öffnen die meisten Shops und haben ihr Angebot schon startklar. Klar, die eine oder andere neue kommt immer noch dazu, aber das sind spontane Einkäufe, die kann man immer noch tätigen. Aber mein Bruder macht das zum Beispiel so, so habe ich es ja früher auch gemacht und mache ich es auch noch teilweise. Der teilt halt, der sucht sich halt aus, was will er gerne haben. Da macht er sich wirklich mal ein Wochenende, nimmt er sich da und macht sich einen Kopf, was will ich denn haben, was gefällt mir an den Neuheiten, was will ich davon testen und was will ich von den alten Sachen haben. Und welches Angebot gefällt mir zum Beispiel. Und das teilt er sich dann quasi aufs ganze Jahr auf. Aufs ganze Jahr kann man gar nicht sagen, im Dezember geht ja schon gar nicht mehr, weil da wird sich dann schon auf die Ladenkäufe konzentriert. Aber es ist halt wirklich so, er teilt das dann auf, bestellt halt den Monat mal die Artikel dann, die er haben wollte, dann den Abend wieder die Artikel und kommt somit über kleine Summen zu seiner großen Bestellung am Jahresende. So habe ich das früher eigentlich auch gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt halt bei mir ein bisschen spontaner geworden ist. Ich mache meine Einkäufe halt einfach dann, wenn ich Bock habe. Wenn ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will ich meins sichern. So, und bei meinen kleinen Brüdern ist es halt so, oder bei meinen kleinen sind sie ja nicht mehr, aber sind halt jünger, sind die Jüngsten. Da ist es halt einfach so, die werden halt dadurch noch finanziert, durch meine Eltern halt ganz klassisch. Also haben halt noch kein eigenes Einkommen und so. Und werden halt durch meine Eltern dann halt noch finanziert, feuerwerksmäßig. Dazu nutzen sie zum Beispiel entweder das Geld, was sie zu Weihnachten bekommen oder was sie sich ansparen konnten oder durch Pfandflaschen abgeben, was, whatever, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen sie zu Geld, das sie dann dafür ausgeben können und meine Eltern legen sogar noch meistens dann an den Tagen dann, wo halt Feuerwerk in den Läden liegt, legen sie noch den ein oder anderen Schein oben rauf halt. Damit halt die Jungs zufrieden sind und wirklich ihres bekommen. Ne, soll ja jeder glücklich sein und nicht traurig sein und seinen Spaß halt haben. Die Meinung vertreten meine Eltern halt auch. Finde ich ja auch immer ganz klasse. Ja, so läuft das bei uns. HC Fireworks fragt, welche Discounter findest du am besten und warum? Kannst du mich grüßen? HC Fireworks, ich grüße dich an dieser Stelle ganz, ganz lieb und hoffe, du siehst dieses Video auch. Und Discounter gibt es bei mir drei oder vier, die ich ganz cool finde. Und ich kann auch sagen, warum. Und das ist auf jeden Fall Lidl, wie bei den meisten von euch da draußen, Norma auch, dann Kaufland ich würde sogar sagen, Sonderpreisbaumarkt auch. Das liegt halt einfach daran, das Angebot ist cool in diesen besagten Läden und neben dem Angebot finde ich halt die Effektvielfalt geil, die dort angeboten wird. Preislich sind die attraktiv, also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Und wir dürfen immer Neuheiten erwarten. Und das betrifft alle Läden, die ich gerade genannt habe, ohne Ausnahme. Es ist immer wieder spannend, diese Läden zu besuchen, weil wir da wirklich immer die ein oder andere Neuheit und den nicht in dem Prospekt abgebildeten Artikel immer wieder erleben dürfen. Und deswegen macht das Shoppen dort immer wieder so Spaß. Jedes Jahr erwartet einem was Neues. Und das ist das Coole halt an diesen Läden. Und wie gesagt, die Produkte, die sind geil. Ob das nur im Low-Budget-Bereich oder im höheren preisigen Segment ist. Es ist immer cool und lohnt sich in jedem Fall. Also auch für die jetzt ein kleineres Budget haben für Silvesterfeuerwerk. Die sind halt in Discountern, in diesen Läden, die ich gerade genannt habe, wirklich sehr gut bedient. Und bekommen halt auch für wenig viel. So. Ja, das war dann auch schon mein kleines FAQ-Video. Es waren natürlich mehrere Fragen, aber es sind halt Fragen, die ich schon in anderen FAQ-Videos beantwortet habe und auch in dem einen oder anderen Stream. Und wenn ich diese Fragen immer wieder in jedem FAQ-Video mit reinnehmen würde, dann macht das für mich keinen Sinn. Die Leute, die es halt betrifft, die wissen jetzt Bescheid und die können sich sehr gerne, und ich weise darauf dann auch mal hin, ich verweise jetzt mal auf die älteren FAQ-Videos, könnt ihr gerne mal euch die geben. Dort bekommt ihr eure Fragen auf jeden Fall.